Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um meine Bodylotion-Sammlung und weil es so viel ist, würde ich sagen, ich starte einfach direkt. Und zwar starte ich mit den In-Dush-Bodylotions. Dort habe ich einmal von Nivea diese ganz normale In-Dush-Bodylotion für normale Haut da, mit Meeresmineralien. Hier sind 400 ml drin und ja, die verwende ich im Moment, die ist auch im Blowtreat Empty drin. Ich mag die ganz gern, ich finde das halt einfach sehr angenehm, sich damit einzucremen unter der Dusche, weil man hat halt keinen so fettigen Film auf der Haut und gerade wenn es super heiß ist, ist das wirklich was ich wirklich gerne verwende, wenn ich duschen bin. Die riecht halt einfach sehr sanft, sehr cremig, mag ich gerne und sind halt 400 ml, also ist eine riesen Pulle, aber ich hoffe natürlich, dass ich sie leer bekomme in den 3 Monaten, wo das Project Empty läuft, deswegen ja, freue ich mich da auf jeden Fall drauf und hoffe wirklich, dass ich sie leer bekomme. Dann habe ich hier von Balea die Dusch Body Milk Vanille und Kokos für trockene Haut. Ich mag die sehr, sehr gern. Die riecht so leicht süßlich, cremig, angenehm. Und ja, ich mag In-Dush Body Lotions wie gesagt gerne. Und das ist halt einfach auch mal so ein bisschen ein anderer Duft. Nicht so typisch cremig, sondern einfach auch so ein bisschen süßlich. Ja, mag ich gern, werde ich auf jeden Fall auch verwenden. Ja, und ich bin relativ froh, dass ich nur noch 2 In-Dush Body Lotions da habe. Denn die brauchen schon ein bisschen länger zum Aufbrauchen, weil man einfach nicht so viel braucht. Weil das halt dadurch, dass man sowieso nass ist, halt viel, viel besser auf der Haut hin und her rutscht, wie jetzt eine normale Bodylotion. Deswegen brauchen die sich halt so ein bisschen langsamer auf. Dann mache ich weiter und zwar habe ich hier einmal von Baby Young Care diese Baby Lovely Bodylotion für normale Haut. Die ist mit Wildrose und weißem Pfirsich. Die riecht super gut. Ich mag die BB-Produkte sehr, sehr gern. Ja, und diese Baby Lovely Bodylotion habe ich geliebt. Es gab ja auch noch Baby Happy, die ist zwar mit Melone und Baby Wild, da weiß ich aber gerade nicht mehr nach was das gerochen hat. Und es riecht halt sehr, ja, süßlich, cremig, aber man riecht auch die Rose ganz toll raus. Und ja, ist halt eher eine leichte Bodylotion, sehr schön für den Sommer und ich denke, die werde ich auch bald mal anfangen. Dann habe ich hier von Nivea die reichhaltige Body Milk für trockene Haut. Die hatte ich am Adventskalender mit der lieben Tabea, danke dafür nochmal. Ich meine, die war im 23. Türchen, wenn ich mich nicht irre. Die ist mit Mandelöl, es sind 400 ml drin und das ist halt wirklich so eine standardmäßige Bodylotion. Riecht halt einfach sehr cremig nach Nivea. Ich habe schon öfters gesagt, dass ich den normalen Nivea-Duft nicht mag. Das stimmt aber eigentlich gar nicht, denn eigentlich mag ich nur diese Standard-Nivea-Creme in diesem Metalldöschen nicht. Diese fettige Creme, wo sich für mich total ekelhaft auf der Haut anfühlt. Aber den normalen Nivea-Duft mag ich eigentlich ganz gern und ich werde das auf jeden Fall aufbrauchen. Freue mich drauf und ja, die Pflege ist auch ganz schön, habe ich schon 2-3 Mal verwendet, als ich sie neu hatte, einfach um zu schauen, ob ich sie mag, ob ich sie vertrage und so und ja, finde ich ganz gut. Dann habe ich hier von Duschstars diese Bodylotion Spray and Go mit Schokoladen- und Kokosnussduft, total toll, ich mag das. Ich finde, das riecht ähnlich wie dieses Far Cream and Oil Duschgel oder diese Duschcreme mit Kokosöl und Kakaobutter. Dann habe ich hier von Neutrogena noch eine Creme, die hatte ich ja im Tauschpaket mit der lieben Carolina, das kann ich euch auch gerade einmal verlinken. Und zwar ist das diese sofort einziehende Feuchtigkeitscreme von Neutrogena. Für alle Hauttypen ist die, und das ist halt eben hier diese Creme, sind enthalten 200 ml und das ist halt eben so eine dicklichere Creme. Ich werde sie auf jeden Fall ausprobieren. Die sieht halt so aus, ist einfach weiß. Habe ich bisher tatsächlich noch nicht ausprobiert. Dann habe ich hier von Dracomoon ein paar Produkte. Und zwar zu einem hier die True Shea Love Körperbutter. Ja, die ist mit Shea Butter und Traubenkernöl. Ich habe die mir gekauft, weil ich einfach Shea Duft ja total mag. Hier sind 250 ml drin. Ist halt eine Bodybutter in der Tube. Ich denke, das wird gegen Ende ein bisschen schwierig, das Produkt rauszubekommen. Aber die riecht einfach so toll und warm irgendwie nach Shea-Butter. Ich mag das total gern. Ist natürlich eher für mich so ein Herbst-Winter-Produkt, weil es halt schon sehr dick ist von der Konsistenz her und halt auch sehr warm riecht. Dann habe ich hier von Dracomoon 3 kleine Pröbchen. Ja, ich kaufe mir meistens die Pröbchen von diesen Bodylotions, weil ich halt die großen echt riesig finde und schon die kleinen mir ewig halten. Da habe ich jetzt zu einem die Variante Marshmallow Heaven. Ja, das ist eben auch eine Körpermilch und die ist mit Shea Butter. Ich mag die ganz gern, die riecht halt sehr, sehr süß, also man muss es mögen. Aber ja, die riecht halt sehr zuckrig und süß und ja, aber ich mag die ganz gern. Von der Pflegewirkung her sind sie jetzt nicht super pflegend, aber so ein bisschen eine weiche Haut machen die schon. Also so für zwischendurch mal oder wenn es eben so heiß ist, sind die ganz gut, weil die eben gut einziehen,
aber dennoch so eine leichte Pflege haben. Dann habe ich hier einmal die Variante Wild Cherry Magic noch da von Trackmoon. Die ist auch mit Mandelöl und die mag ich auch ganz gern. Riecht halt sehr, sehr süß. Ich habe die mir jetzt nicht gekauft, weil da ein Einhorn drauf ist, sondern weil ich einfach Kirschduft sehr, sehr gern mag. Aber ja, die riecht schon sehr süß und sehr, 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 sehr penetrant. Also ich muss gucken, ob ich die mag. Und ja, aber so finde ich es eigentlich ganz schön. Und dann habe ich hier noch die Exotic Lychee Sorbet Variante. Die ist auch mit Mandelöl und mag ich auch sehr gern vom Duft her. Ich bin mir aber nicht sicher, ob sie mir gefallen wird auf meiner Haut. Ich habe davon auch das kleine Duschgel und die Handcreme davon. Ja, es ist halt ein spezieller Duft. Lychee-Duft ist nicht für jeden was, würde ich sagen. Und ich bin mir noch nicht so schlüssig, ob ich es mögen werde oder nicht. Dann mache ich jetzt weiter mit den Eigenmarken. Und da zeige ich euch jetzt erstmal ein Produkt von Lidl, was ich noch da habe. Das werde ich jetzt auch bald mal anfangen. Das ist nämlich eine Riesenpulle. Und zwar ist das von CN die Sweet Peach Body Lotion. Die habe ich tatsächlich schon mal komplett aufgebraucht gehabt. Ich glaube innerhalb von 2 Monaten oder so, weil ich die echt gut finde vom Duft. Weil die nicht künstlich riecht, sondern sehr natürlich nach Pfirsich. Das Duschgel und auch die Seife von dieser Reihe riechen sehr so nach Pfirsich-Eistee. Aber die Body Lotion riecht einfach super, super natürlich und cremig und angenehm nach Pfirsich. Ich mag die sehr, sehr gern und deswegen habe ich die mir auch damals gleich nochmal nachgekauft, als ich sie dann leer hatte. Dann mache ich weiter mit Müller und zwar habe ich da auch 4 Produkte da. Und zwar einmal hier diesen Riesenpot Body Cream Coco Vanilla. Das ist eine Limited Edition, ist mit Kokos- und Avocadoöl und echter Shea Butter, wie gesagt limitiert. Mag ich gerne, also ich mag den Duft sehr, sehr gern. Ist halt auch wieder ein sehr, sehr sanfter, leichter Kokos- und Vanilleduft. Und ich denke, wenn ich die Inush Body Lotion von Balea leer habe in Kokosvanille, werde ich diese riesen Body Cream als Inush Body Lotion zweckentfremden. Dann habe ich hier noch 3 Tuben von Aveo und ich muss sagen, die neuen Verpackungen von Aveo finde ich echt schön designt. Und zwar habe ich da einmal, da bin ich mir nicht sicher, ob es die noch gibt, die Aveo 5 Magic Oils Hautölmilch. Die war nämlich auch limitiert für trockene Haut und ja, die riecht sehr, sehr angenehm, sehr gut. Ich dachte ja, dass das vielleicht auch so ein bisschen so ein Dupe ist zu den Balea Öl Body Lotions. Dann habe ich hier einmal von Aveo die Vanilla Moments Body Lotion. Auch limitiert, aber die gibt es auf jeden Fall noch. Die habe ich noch gesehen. Die riecht sehr, 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 sehr gut. Ich mag den Duft total gern. Ist halt kein so reiner Vanilleduft, sondern es riecht halt auch nach Honig, Mandel und Orange zusätzlich noch. Und es riecht einfach total schön. Und einmal von Aveo die Spice Pomegranate Body Lotion. Die habe ich jetzt tatsächlich schon ein paar Mal verwendet. Einfach weil ich im Moment von Yves Rocher dieses Granatapfel-Duschgel am Aufbrauchen bin, weil das ja auch Imported Empty ist und da passt die einfach sehr gut dazu vom Duft her. Ist eben auch mit Granatapfel und hier ist noch Cassis und Kirsche drin. Finde ich auch total toll. Es riecht halt wirklich so ein bisschen würzig nach Granatapfel, so ein bisschen minimal warm würzig. Das mag ich ganz gern und finde es auch von der Pflege her wirklich gut. Also hätte ich gar nicht gedacht, aber die ist echt klasse. Zieht aber trotzdem relativ schnell ein, aber die Haut fühlt sich trotzdem sehr weich und gepflegt an. Dann mache ich jetzt weiter mit Isana. Da habe ich tatsächlich nur noch 4 Produkte hier. Und zwar zu einem auch vom Winter noch was übrig. Ist von der Forbidden Apple Variante von Isana mit rotem Apfel- und Karamellduft. Gibt es halt so nicht mehr, aber die riecht halt einfach total schön süß nach Apfel. Dann riecht auch das Karamell ganz toll raus und ich mag das total, total gerne. Dann habe ich hier diese große, große Flasche von der Isana Body Milk Olive mit Olivenöl. Reichhaltige Pflege für trockene Haut. Und ja, die habe ich mir gekauft, nachdem ich das Bröbchen in meinem Adventskalender drin hatte. Und ich musste die einfach haben, weil die hat gut gepflegt, die hat sehr angenehm gerochen, ist aber dennoch relativ schnell eingezogen. Ja, das ist auch eine 400ml Flasche, also wird mir wahrscheinlich auch sehr, sehr lange halten. Aber die riecht halt einfach irgendwie sauber und frisch. Ich mag das ganz gerne und werde es auf jeden Fall auch austesten und probieren. Aber wie gesagt, in der kleinen Variante hat es mir schon gut gefallen und ich denke, die große wird genauso gut sein. Dann habe ich mir mal gekauft, als es aus dem Sortiment gegangen ist, hier diese Body Lotion Intensiv mit 5% Urea, intensive Pflege für sehr trockene Haut. Und ja, ich glaube, die ging für 70, 60 Cent oder so aus dem Sortiment. Dann habe ich die eben mitgenommen. Gibt es jetzt aber wieder. Ich meine nur mit 10% Urea mittlerweile. Ich bin mir aber nicht sicher. Dann habe ich hier noch eine Body Butter. Und zwar von Isana, die Honeylicious Body Butter. Und die ist mit süßem Honigduft. Ist so ein bisschen, wie ich finde, an
Tracker-Mool angelehnt, also von der Verpackung her. Aber ich finde, vom Duft her kommt sie schon sehr, sehr nah an die The Body Shop Honigreihe. Die sieht eben so aus, ist eben wie gesagt nicht Body Butter. Riecht halt total nach Honig, also extrem stark und süßlich nach Honig. Ich werde sie austesten. Dann mache ich weiter mit Alverde und zwar habe ich da drei Produkte hier und zwar zu einem auch eine Körperbutter. Das ist die Alverde Körperbutter Cranberry Macadamia. Pflegt reichhaltig für sehr trockene Haut. Ist eben limitiert gewesen, gab es im Jahr 2015 in einem Geschenkeset. Ist eben auch eine Butter, sehr dick von der Konsistenz her, wie man sehen kann. Aber riecht total toll, ich mag das. Da habe ich euch auch in der Handcremesammlung fast eine Handcreme dazu gezeigt. Es riecht halt süßlich, aber eben auch warm und auch so ein bisschen dieses typische Naturkosmetik, ja, mäßige kommt raus, das ist der typische Naturkosmetik-Duft. Und ich mag die sehr gerne und werde die auf jeden Fall austesten. Dann habe ich hier nochmal eine für den Winter. Ja, Alverde Apfel-Karamell-Duft-Körperlotion. Die gab es halt 2016 im Set. Hatte ich ja im Adventskalender mit der lieben Tabea drin. Ist eben eine Limited Edition und riecht eben nach Apfel-Karamell. Freue ich mich drauf. Ich mochte das Duschgel aus der Variante ja nicht, weil ich einfach finde, dass diese Duschgele aus den Geschenksets meistens sehr stark nach Alkohol riechen. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber die Cremeprodukte mag ich immer sehr gern. Und die finde ich auch sehr schön vom Duft. Dann habe ich hier nochmal was von Alverde. Wie gesagt, drei Produkte. Und zwar hier die Körpermilch mit Bio-Kakaobutter und Bio-Hibiskus für trockene Haut. Hatte ich schon mal in klein und finde ich vom Duft her Die toll. Textur ist super schön und der Duft ist Hammer. Ich mag diesen Duft total Dann kommen gern. wir jetzt zu Balea. Und zwar habe ich dazu einen von Balea den Body Schaum Vanilla Berry mit Vanille- und Johannisbeerenduft. Genau, mit Aloe Vera und Panthenol. Habe ich mir gekauft, weil ich es einfach super interessant fand, so einen Schaum für den Körper zu haben. Kam ja, glaube ich, einen knappen Monat davor von Bilou diese Schäume raus. Aber die finde ich einfach super überteuert. Ich glaube, da kostet ein Schaum 4 € und es sind irgendwie 150 ml oder so drin. Und die von Balea kosten, glaube ich, 2 € und es sind 200 ml drin. Dazu ist das eben auch noch vegan. Wobei ich glaube, das von Bilou ist auch vegan. Aber ja, ich fand dann einfach auch von Balea die Duftvariante irgendwie schöner und sie riecht halt sehr süß, süß, fruchtig, hat aber halt auch diesen Vanilleeinschlag und das ist ja auch im Project Empty drin, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal verwendet und finde ich wirklich gut. Also für das, dass es ein Body Schaum ist, ist es schon relativ gut pflegend und ich finde es einfach cool, weil es halt so schaumig ist und dann verteilst du das und dann wird es halt irgendwie so cremig. Ich mag das total gern. Dann von Balea habe ich hier noch diese Spray-on-Body-Lotion mit Mango- und Hibiskusduft. Die habe ich jetzt auch schon eine ganze Weile hier. Verwende ich zwischendurch ganz gern, wenn ich einfach geduscht habe und mich ganz, ganz schnell mit einer sehr leichten Bodylotion eincremen möchte, dann ist die super. Dann habe ich hier drei Bodylotions von Balea, beziehungsweise ja, Bodyprodukte eben in Tuben. Und zwar zu einem die Cremeöl-Bodylotion von Balea Royal Garden mit Mandelöl, Trauben- und Granatapfelduft. Das gibt es ja leider so nicht mehr, aber auch in dem Geschenkeset im Winter. Und da hatte ich die Bodylotion und eben das Duschgel in dem Geschenkeset. Und ich hatte das Duschgel so schnell leer, weil ich das so geliebt habe. Und auch die Bodylotion riecht so, so toll. Dann einmal von letztem Jahr aus dem Sommer noch die Bodylotion Abenteuerlust von Balea mit Pfirsich- und Wasserlilienduft. Finde ich sehr, sehr gut. Ist eine Limited Edition gewesen. Also wie gesagt, gibt es ja leider nicht mehr. Die ist super, super leicht einfach vom Duft. Also es ist halt so. Man riecht was Süßliches und man riecht was Blumiges, aber es ist jetzt nicht überladen oder so. Relativ frisch auch und das mag ich sehr Oh, und ich gern. habe mich eben dieses Jahr für diese hier entschieden. Ich weiß gar nicht, ob es da die anderen zwei Varianten auch als Bodylotion gibt, aber ich habe halt sowieso diese hier mir kaufen wollen. Das ist die Bodylotion Bahamas Dream mit Kokos-Frangipani-Duft. Das riecht einfach Und ich mag toll. das einfach gern. Ich finde es auch vom Design her sehr schön, sehr sommerlich, sehr, sehr frisch und ja, ich finde es einfach klasse, mag ich gerne. Dann habe ich hier drei Bodylotion Flaschen, also diese größeren Flaschen von Balea. Und zwar habe ich dazu einen die Bodylotion Wohlfühlmoment, Haut regenerieren für normale Haut mit Orchideen- und Mandelblütenduft. Ich finde die sehr, sehr angenehm. Ich mag die vom Duft her gerne. Dann habe ich hier nochmal eine Bodylotion. Wie gesagt, da habe ich eben drei von diesen großen Pullen. Und zwar ist das die Glückshauch-Variante mit Blütenhonig und Orangenduft für normale Haut. Das ist eben eine Bodylotion, die relativ neu rausgekommen ist. Und dann hatte ich sie mir gekauft. Und kurz danach wurden die Verpackungen umgestellt. Und ja,
Jetzt sieht diese hier irgendwie total alt aus, obwohl sie relativ neu ist noch. Riecht total toll. Riecht halt süßlich nach Orange. Also sehr fruchtig süßlich. Aber man riecht halt auch diesen Blütenhonig ganz gut raus. Mag ich sehr gern und werde ich auch aufbrauchen. Was anderes bleibt mir nämlich leider nicht übrig. Dann von Balea die Body Lotion Buttermilk in Lemon. Und ich glaube, da sind sehr, sehr viele hinterher. Das ist eben mit Buttermilch und Zitroneduft und sehr, sehr viele mögen ja diese Reihe. Riecht halt total süßlich. Ja, einfach wie halt die Buttermilk and Lemon Reihe riecht. Dann habe ich hier einmal von Balea das Body Mousse. Das ist eine Feuchtigkeitspflege mit Jojoba und Traubenkernöl. Leichte Softtextur steht hier drauf. Schon relativ gut aufgebraucht. Man braucht auch nicht so viel Produkten, würde ich sagen. Bin aber trotzdem gerade so ein bisschen dabei, die leer zu bekommen. Dann habe ich hier von Balea noch diese Body Butter White Passion. Die gab es, glaube ich, vor 2 Jahren im Winter, wenn ich mich nicht irre, mit weißen Blüten und Acaibeeren für trockene Haut. Und die sieht eben so aus. Es ist eine Body Butter, ihr seht, die habe ich jetzt auch schon einmal Und verwendet. dann habe ich hier ja mir gekauft diesen riesen Pot Body Cream von Balea. Ich weiß nicht, warum ich das getan habe. Doch, eigentlich weiß ich schon, und zwar, weil mich der Duft einfach total angesprochen hat. Kirschblüte und weißer Tee für trockene Haut. Aber ich habe eben noch den Riesentiegel von Aveo da. Auch hier mit 500 ml. Und ja, ich hätte keinen zweiten so großen Topf gebraucht. Jetzt habe ich ihn natürlich da und werde ihn auch aufbrauchen. Riecht sehr gut. Hätte ich gar nicht gedacht, also dass es mir doch so gut gefällt. Denn es riecht eher sanfter. Es riecht nicht so stark süßlich, wie ich gedacht hätte. Es hat halt so diesen Kirschduft, der so ganz leicht sanft unterstrichen wird von weißem Tee. Ich mag das sehr gern und werde es auf jeden Fall auch ausprobieren. Dann habe ich hier zwei von diesen kleinen Pflegecremes. Und zwar ist das einmal hier die Pflegecreme mit Liebe. Das ist diese hier. Die ist mit Vanille- und Marshmallow-Duft. Und einmal die Pflegecreme für dich. Die ist mit Kirsche- und Kokoscreme-Duft. Ja, finde ich sehr, sehr gut, diese kleinen Cremes. Dann habe ich hier noch so eine kleine, reichhaltige Body Milk. Ja, für trockene Haut. Die war ja in meinem Adventskalender drin von Balea. Und ja, finde ich gut. Mag ich gerne. Ist halt ein bisschen, ja, fettiger von der Konsistenz her, würde ich jetzt einfach mal sagen. Riecht halt einfach, ja, cremig. Finde ich aber sehr, sehr schön. Und ja, werdet ihr auf jeden Fall auch aufbrauchen. Die ist eigentlich auch schon fast Dann leer. habe ich hier noch zwei von diesen Wassersprays von Balea. Und zwar einmal das ganz normale Aqua-Wasserspray. Ja, verwende ich sehr, sehr gern. Ist einfach sehr erfrischend im Sommer für den ganzen Körper. Ich finde es einfach gut und es ist halt auch schon bald leer. Und ich habe mir da nämlich schon ein neues gekauft. Und zwar gibt es im Moment diese limitierten Sachen. Und zwar gab es in diesem Riesenaussteller einmal Limette Basilikum und Kokos. Und jetzt habe ich gesehen, gibt es wohl noch eine neue Sorte mit Rosenduft. Hätte ich gewusst, dass Rose rauskommt, hätte ich mir vielleicht Kokos nicht gekauft, sondern hätte auch erstmal an dem Rose noch gerochen, weil ich ja Rosenduft auch sehr, sehr gern mag. Dann habe ich hier noch zwei Produkte für nach der Rasur. Und zwar einmal von Balea hier die beruhigende Hautcreme mit Aloe Vera und Magnolienextrakt für beanspruchte Haut nach der Haarentfernung. Finde ich sehr, sehr schön. Ist ein bisschen reichhaltiger, fühlt sich gut an, riecht angenehm und ja, kann ich auch wirklich nur weiterempfehlen, falls ihr noch was Gutes sucht. Ich persönlich verwende aber im Sommer sehr, sehr gerne auch dieses hier. Das ist das Aftershave Pflege Sensitive. Ja, ich mag das einfach gern. Das ist halt sehr gelig, es zieht sehr schön ein, es kühlt sehr schön und mag ich gerne. Und diese beruhigende Hautcreme verwende ich halt dann eher so ein bisschen, wenn es kühler ist, weil die halt so ein bisschen reichhaltigerer ist von der Konsistenz her und ja, mag ich aber sehr gern und habe ich eigentlich meistens auch beides hier. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zu den teureren Produkten. Und zwar starte ich da mit Rituals. Da habe ich ja zwei kleine Pröbchen immer noch tatsächlich da. Da habe ich euch nämlich auch in meiner allerersten Sammlung von meinen Bodylotions diese beiden gezeigt, zumindest die eine Tube davon. Ich kann euch die auch gerade einmal oben in der Ecke verlinken. Und zwar war das nämlich hier die Honey Touch. Die müsstet ihr nämlich gesehen haben in meinem allerersten Sammlungsvideo. Die ist mit Indian Rose and Himalaya Honey. Das ist ja eine Bodycream. Hier sind enthalten 50 ml, meine ich. Nein, 70 ml. Und riecht sehr, sehr gut. Ich mag den Duft. Ja, diese Honey Touch Variante ist ja auch mit meine liebste Variante. Riecht einfach total toll und mag ich sehr, sehr gerne. Und dann gab es, ich glaube, Anfang dieses Jahres in der Petra wieder so ein Angebot.
dass da eben eine gratis Body Cream mit drin ist. Und das war halt in dem Fall die The Ritual of Dao Body Cream mit Organic White Lotus and GG Ren. Auch 70 ml sind hier drin. Und die riecht halt so ein bisschen sanfter. Dann mache ich weiter mit The Body Shop. Und zwar habe ich da zu einem von der Kokosreihe hier einmal die Body Butter in klein und die Body Milk in klein. Ihr seht, die Body Milk ist auch schon gut leer. Die habe ich halt auch im Bloated Empty drin. Und ja, bin ich halt auch gerade am Aufbrauchen. Ist sehr flüssig. Man braucht aber sehr wenig Produkt trotzdem. Und ja, finde ich sehr, sehr gut. Und eben hier einmal die Body Butter. Die habe ich auch schon gut aufgebraucht, aber seitdem halt nicht verwendet, seitdem sie jetzt im Project Empty ist, weil ich eben erst so ein paar andere Produkte noch aufbrauchen wollte davor. Und jetzt werde ich aber langsam mal die ganzen Produkte von Project Empty anfangen und aufbrauchen. Dann habe ich von The Body Shop hier einmal noch die Pinita Colada Body Butter. Die gab es ja letztes Jahr und dieses Jahr gibt es auch wieder. Riecht eben nach Kokos und Ananas. Ich bin ja total der Kokos- und Ananas-Fan. Die ist halt so ein bisschen flüssiger. Und dann habe ich hier eben noch zwei Duftvarianten, die ich dann eher so Herbst-Winter aufbrauchen will. Und zwar einmal die Kakaobutter, Body Butter von The Body Shop. Da habe ich schon einmal reingefasst, um einfach zu schauen, wie sie denn ist von der Konsistenz her. Ist auch eher eine leichtere Konsistenz, würde ich sagen. Aber nicht total leicht, sondern halt schon dicklicher, aber halt nicht total fest wie die Shea-Variante. Ja, und die riecht halt einfach toll. Freue ich mich auch drauf. Und dann habe ich hier eine Variante, da weiß ich noch nicht, ob ich sie mögen werde. Das ist die Wild Argan Oil Variante und die wollte ich schon sehr, sehr lange testen. Die habe ich mal gratis dazu bekommen, diese kleine Body Butter, als ich in Karlsruhe war. Ich mag den Duft, keine Frage. Und dann habe ich hier noch von The Body Shop eine einzige große Body Butter. Da kann ich euch mal den Haul dazu verlinken. Die habe ich mir ja in Konstanz gekauft, in der Glamour Shopping Week. Ja, hat jetzt damit nichts zu tun, aber da war halt Glamour Shopping Week, war die erste Woche im April. Und ja, da war die eben reduziert von 17 Euro auf 10 Euro. Und zwar ist das die The Body Shop Body Butter in Himbeere. Und ich liebe Himbeerenduft und das riecht einfach so, so toll. Ist eben diese Body Butter. Und das ist meine allererste große. Und die riecht einfach so schön nach so Himbeerjoghurt. Aber nicht so Himbeerjoghurt so gekaufter, sondern so selber gemachter. Und genau, das war es tatsächlich auch schon. Das waren alle meine Body Lotions und Body Butters. Ich würde jetzt einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich hoffe natürlich, dass dieses Sammlungsvideo euch gefallen hat. Und falls ihr kein Video mehr verpassen wollt, könnt ihr mich jetzt einmal unten kostenlos abonnieren. Falls ihr es noch nicht getan habt, wenn ihr das schon getan habt, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis bald. Ciao.